gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Die Erneuerung der Kirche, liebe Freunde, geht ja nicht über offizielle Strukturen und über offizielle Bankkonten sozusagen. Natürlich schon irgendwie so, gell? Aber die Erneuerung der Kirche, die läuft so eigentlich ganz klein, so ganz still, wie so ein kleines Rinnsal, könnte man manchmal meinen, völlig unscheinbar geht die Erneuerung der Kirche. Und so ist es auch bei uns jetzt so mit dieser Woche der Begegnung. Es läuft wirklich so ganz, ganz still, ganz unbedeutend, ganz, es läuft einfach so. Und so wie wir gerade eben gehört haben, mit diesem Zitat, ich glaube, das war vom heiligen Pater Pio sogar, oder? Der das gesagt hat, dieses, der Priester, besucht er die Leute, besucht er sie nicht, macht er dieses, macht er jenes. Es ist ja eigentlich alles nie recht. Aber das passt eigentlich auch ganz gut, weil man gewöhnt sich ja auch an alles. Jeder gewöhnt sich ja auch an alles. Wir gewöhnen uns an alles. Wir sind so ziemlich anpassungsfähig. Aber um was es mir heute geht, das ist das, das muss ich wirklich so sagen, dadurch, dass die Erneuerung der Kirche oder dass das über so ganz einfache Kanäle geht, ist es natürlich auch so, dass diese Erneuerung, die ich jetzt hier so mache in unserer Pfarrgemeinde, dass sie einfach so über ganz einfache Herzen auch läuft, die das auch, jetzt muss ich es leider sagen, finanziell unterstützen. Das nächste Weihnachtsgeld gibt es leider erst, wann gibt es das Weihnachtsgeld? Im Oktober schon wahrscheinlich für die kirchlichen Mitarbeiter, gell? Also wir bekommen es schon im Oktober. Nein, wir bekommen es natürlich auch nicht im Oktober. Dann hätte ich sozusagen, wir bekommen es, glaube ich, auch keine Ahnung wann. Aber ich wollte euch einfach nochmals bitten, wenn ihr mich unterstützen könntet. Ich muss es einfach nochmal so sagen, weil es soll ja so schön werden. Aber ich kann das eigentlich nicht alles allein stemmen. Und dadurch, ich kann es echt nicht allein stemmen, sozusagen. Und ich habe mir auch kein eigenes Auto gekauft, das ist zu 100% geleast. Also könnt ihr ganz beruhigt sein, ich habe nichts. Also nicht einmal ein gescheites, schon ein gescheites Auto, aber kein eigenes. Es gehört mir dann vielleicht irgendwann einmal. Aber bis jetzt gehört es mir noch nicht. Aber ich wollte es so bitten, wem es noch mal so möglich wäre, mich so zu unterstützen, weil ich habe das jetzt so mitbekommen mit der ganzen Beleuchtung und mit dem ganzen Drumherum, was es da so gibt. Wäre es irgendwie so, ich kann es, glaube ich, für mich allein nicht stemmen. Und so die Erneuerung eben wäre, genau. Wem das jetzt so ins Herz hineinfällt und wer so sagt, ah ja, das mache ich gerne oder so, klar kann ich das machen. Ich habe jetzt das Urlaubsgeld bekommen und unser Flug nach Mallorca wurde sowieso gecancelt. Also habe ich das Geld wieder zurückbekommen, dann bleibe ich, dann stifte ich das jetzt für diese Arbeit hier. Wer will und sonst, sage ich dann immer so ein bisschen lustig oder ein bisschen so, einfach so heiter, sage ich denn so. Ich habe einen guten Kreditrahmen auf meinem Girokonto, das kann ich denn auch so machen. Genau, und jetzt bitten wir den Herrn einfach um seinen Segen, auch für die Kinder, die heute wiederkommen. Heute Morgen haben wir die Generalprobe für unser Kindermusical und es ist wirklich ein Kindermusical, es ist wirklich sehr schön. Kinder sind so spontan und so lebendig und die sind so unbedarft wie wir Erwachsenen. Wir schauen dann immer so, passt meine Frisur und passt meine Figur und passt einfach alles und so. Kinder sind einfach ganz normal. Schade eigentlich, gell? So wollten wir auch sein, aber wir müssen das lernen. Und das war ja eigentlich auch so dieses große Anliegen von Jesus, dass wir wieder so ganz einfach werden. Ganz, ganz, ganz einfach werden. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.